So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Modeling-Livestream. Wer da ist, darf sich auch gerne im Chat melden. Heute gibt es ja eine kleine Sache, die ich sowieso mal erstellen muss. Nämlich fangen wir endlich mal an für das Community-Spiel mit einem Gegner. Und diesen Gegner, das soll ein kleiner Goblin werden. Also so ein kleines grünes Geschöpf mit großen Ohren und einer langen, eher spitzeren Nase. Und ja, ich würde einfach anfangen. Solange es keine Fragen oder ähnliches gibt zum Thema Blender oder Unity oder sonst irgendwas, fange ich einfach an. Und ja, wir haben hier einen Cube, den entfernen wir mal und wir fangen mal an mit einer UV-Sphäre. Und würden die einfach gleich so lassen, wie sie ist. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Und drehen Sie mal in der Y-Richtung um 90 Grad. Und danach erstellen wir zwei Circle. Oh. Die machen wir auf Größe 8, also erstmal einen erstellen und der wird dann hierher gezogen. Machen wir ein bisschen kleiner. Drehen das Ganze ungefähr so. Schieben das in diese Richtung. Machen den nochmal ein Stück kleiner. Und ziehen das hier ran. So. Jetzt machen wir das nochmal ein Stück kleiner. Und ziehen das hier raus und schieben den dahin. Gut, dann können wir jetzt hier das, was im Hintergrund ist, diese vier Elemente, einfach entfernen. Dann selektieren wir hier die einzelnen Teile und, wobei, nee, nicht den, sondern den. Und verbinden die hier einfach. So. Und so. Das nächste. Und das war falsch. Ne. Die beiden. Das und das. Haut das hin. Sieht so aus. Dann das hier. Das. Das, das. Und dann natürlich noch das hier. Und schon ist es zusammen. Dann selektieren wir einfach mal hier die alle und machen die ein bisschen kleiner und drehen das in der X-Richtung ein bisschen. So. Dann haben wir das gerade. Genauso soll es sein. Hey, was machst du da? Ich mache ein Auge. Also ich mache einen Goblin gerade. Einen kleinen Gegner, den wir dann für das Community-Projekt nutzen können. Und ja, halt mal ein Lebewesen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich fange halt mit dem Kopf an. Ziemlich einfach. Weil irgendwo muss man anfangen. Und hier nehmen wir jetzt den Mirror Modifier. Setzen hier Clipping mit ein. Und dann können wir hier das Ganze ein wenig nach innen schieben. So, da haben wir schon mal den Anfang für das Auge. Ziehen das hier ein Stück runter und ein Stück nach vorne. Ich würde das hier nochmal rausziehen, ganz kurz. So. Und noch ein wenig drehen. So. Jetzt drücken wir O. Geh und ein Stück rein und schieben hier alles mal so ein bisschen nach innen. So, da haben wir einen guten Anfang. Dann setzen wir hier einfach F und machen das Ding zu. Gut, dann können wir das Ganze ein wenig umformen und nehmen einfach hier mal den hinteren Teil.
haben immer noch O aktiviert, GZ und ziehen das hier einfach mal nach oben. So ungefähr. So. Da haben wir eine ungefähre Kopfform. Ja, jetzt muss man schauen. Das hier wird der Nasenteil. Jetzt ziehen wir mal noch ein Stück nach oben. So, da stört es weniger. Und hier kommt der Mund. V, GZ, GZ. So, jetzt. Ja, es sieht gerade noch ein bisschen affig aus. Aber das wird noch. Wir setzen hier jetzt erstmal ganz kurz an, ziehen das mal nach innen und machen einfach F, damit das hier zu ist. Gut. Dann können wir das noch ein bisschen verziehen. O, G, Z. Ist noch zu groß. So, dann können wir hier ansetzen, machen einen Cut rein, ziehen das hier ein bisschen nach vorne. So. Und jetzt müssen wir hier hinten das alles noch ein bisschen einstauchen, weil das einfach viel zu groß ist. So. G. X. Ein bisschen größer. Und seitlich müssen wir es auch noch einstauchen, weil es auch da zu groß ist. Na, es wird schon langsam eine Kopfform. Das ist schon mal richtig gut. Gut, dann ziehen wir hier das Ganze ein wenig nach unten. Was machst du eigentlich beruflich? Derzeit bin ich Softwareentwickler. Und auch noch Datenbankadministrator. Also ich kümmere mich um Datenbanken, also eine Datenbank hauptsächlich. Und nebenbei mache ich halt noch ein bisschen Software. Im Prinzip haben wir halt bei uns in der Firma so eine, das ist so ein System, wo du halt deine Datenbank bearbeiten kannst im Prinzip. Und dieses System ist vollkommen modular. Du kannst halt wirklich alles Mögliche damit machen. Also einfach so, wie soll man das erklären? Halt ein User Interface nehmen. Also du kannst das User Interface selber erstellen, komplett so, wie du es haben möchtest. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles System. Das einzige Problem bei der Sache ist, es kann halt keiner außer mir. Deswegen bin ich da ziemlich alleine bei der Sache. Und das ist halt manchmal ein bisschen problematisch, aber es ist trotzdem irgendwie schaffbar. Und ja, ich erstelle da halt Sachen, kümmere mich teilweise sogar ein bisschen, also ganz, ganz klein wenig, um unsere kleine künstliche Intelligenz, die da so Texterkennung und sowas macht. Das ist halt auch immer ein bisschen nervig, das Ding. Vor allen Dingen, weil man muss ihr dann halt sagen, was die mit den Daten machen soll. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Ist halt wirklich nur Texterkennung, ist nichts Besonderes. Aber ich sitze da halt gerade dauerhaft dran, was ein bisschen nervig ist. Gut, und das mache ich jetzt gerade so hauptsächlich beruflich. Und nebenbei mache ich halt noch die Tutorials hier, die zumindest manchmal ein bisschen was abwerfen. Nicht sehr viel. Aber ab und an kriegt man schon was. Das ist schon mal ganz nett. Und ansonsten mache ich eigentlich nicht viel. Außer halt das. Ich mache halt auch noch auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Udemy oder so, ein paar Tutorials. Was
mehr Geld einbringt als YouTube oder Twitch. Und ja, das war's eigentlich. Mehr mache ich eigentlich derzeit nicht. Da ich ja mit Studieren jetzt aufgehört habe, gezwungenermaßen. Und ja, das ist so das, was man so über mich wissen müsste. So. Der Mund ist noch ein bisschen komisch verzogen. Aber das kommt dann noch. Ich würde sagen, ich nehme mal ein neues Objekt. Ein Cube. Setz hier an. Und mach am besten das Ding erstmal schmaler. So. Und setz hier drei Cuts. Nehm das hier und mach's einfach mal etwas kleiner. G, Y, G, Z. So. Dann nehmen wir das hier und drehen das einfach nur mal. Ich denke, ihr könnt schon sehen, was das wird. Ein Ohr. So. Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen abwandeln, indem wir erstmal alles selektieren. S und X. So ein bisschen dünner. Dann nehmen wir einfach hier die oberen Flächen. E, S, G, Y. So. Und schieben das hier so ein bisschen rein. So, da haben wir unser Ohr. Und können jetzt hier die Fläche einfach entfernen. Und müssen jetzt hier mal schauen. Wir brauchen einen gewissen Platz. Der ist ungefähr 1, 2, 3 groß. Das heißt, wir machen hier einfach ein paar Cuts. Und müssen hier einfach mal beides selektieren. Das ist das Geile an Blender 2.8. Ich habe mir dieses Feature echt gewünscht. Man kann jetzt einfach zwei komplett unterschiedliche Objekte gleichzeitig im Edit-Modus haben, was ich sehr, sehr geil finde. Und ich brauche die Höhe. So. X Faces. Dann können wir das wegmachen. Jetzt nehmen wir das, positionieren das nochmal ein Stück höher. So. Ziehen das hier ran. Und jetzt muss ich die erstmal verbinden. Dafür nehme ich die nochmal ein Stück zurück und mache ein Objekt draus, SDRG und J. Und dann können wir das hier zusammen machen. So. So. Und das zu. Das hier, das. Was machst du? Das hatte ich schon gesagt. Ich mache einen Goblin, aber ich glaube, da warst du noch nicht online. So langsam kann man es schon ungefähr erkennen. Das wird einfach ein kleiner Gegner für das Community Game. Upsala, da habe ich zu viel gemacht. Den versuche ich gerade erstmal ein bisschen grob zu bauen und dann wird er natürlich feiner. Aber man braucht ja erstmal ein grobes Gerüst. So. Scheiße. Jetzt. Ziehen wir ein Stück höher die Ohren. So ist besser. Und jetzt können wir ansetzen und ich mache noch eine Nase. Da brauche ich wieder einen Cube. Dummerweise habe ich den jetzt hier so erstellt und vor allen Dingen habe ich keinen Cube, sondern eine Plane erstellt. Das wollte ich gar nicht. Nochmal einen Cube. So. Es macht sich halt teilweise besser, sowas einzeln zu erstellen, weil es einfach so komplexe Objekte teilweise sind, die dadurch nur komplexer werden, wenn man sie halt so direkt zusammensetzt. Und das ist nicht so geil eigentlich. Ich mache das einfach mal in der Z-Richtung ein bisschen größer, zieh das hier hoch. So.
ziehe das nach vorne. Da wird es eine schöne große Nase. Und dann müssen wir das hier cutten. Dann nehme ich diesen Part. Ich würde das gleich mal in der Mitte durchschneiden und hier auch nochmal einen Mirror Modifier nutzen. Ja. X, Faces, Modifier, Mirror. So, Clipping, passt. Jetzt können wir das hier nehmen. O, G, Y und ziehen das hier ein bisschen auseinander. Ja, das ist okay. Und dann müssen wir das hier nehmen. GZ. Ziehen das ein bisschen hoch, aber vielleicht muss ich erstmal das hier ein bisschen nach oben ziehen. So. Und dann nehmen wir das so, wie es ist und machen es noch ein bisschen kleiner. Gefällt mir noch nicht ganz so. Muss ich hier nochmal ein Stück hochziehen. So. Und das da. O, G, Z. Auch nochmal ein Stück. So, das kommt schon eher ran. Sollte fast so gehen. Müssen wir jetzt hier noch ein bisschen lang ziehen. So. Und das ziehen wir noch mal ein Stück zurück. Ich bin nicht so der Meister im Nasenbauen. Wie machen wir das am besten? Ich müsste hier nochmal einen Cut setzen. Zwei sogar. Macht sich besser. Und dann nehmen wir einfach diesen Bereich. Muss hier nochmal einen Cut setzen. So. Und dann können wir hier das Loch setzen. Wobei, machen wir ein bisschen größer. Ungefähr so groß. Und ziehen das hier einfach mal ein bisschen hoch. Können dann diesen Bereich, den wir haben, ein wenig auseinanderziehen. So. Da lang. Das hier da lang. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Nasenlöcher so ein bisschen sichtbarer werden. Wir müssen dafür das hier nach oben ziehen mit dem Teil. So. Und das hier muss auch noch nach oben. Drehen wir nochmal. So. Und da haben wir stärkere Nasenlöcher. Können wir jetzt schön nach oben ziehen, damit sie ordentlich ausgeprägt sind. Und dann können wir hier nochmal einen Cut setzen und das hier noch ein wenig schöner gestalten. So, das nochmal in diese Richtung. Ich denke, das könnte schon fast gehen. Das hier müssten wir noch ein bisschen nach oben ziehen und vor allen Dingen noch ein Stück nach innen. So, das auch. Ziemlich große Nase, aber soll ja auch eine recht große Nase sein. So. Und jetzt müssen wir das hier vielleicht noch mal ein bisschen abändern. Ja, so langsam wird's. Oder was meint ihr? Sieht das nach einer Nase aus? So halb. GZ. GZ. Zu weit. GZ. So. Da ist das noch ein bisschen abgerundeter. Und ich weiß nicht. Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen weiter oben.
Das sieht etwas angenehmer aus. Und ich denke, das hier auch noch mal ein bisschen nach innen wieder. Jetzt muss ich das hier nur noch mal ein bisschen angleichen. Und dann können wir hier einen Cut setzen, da einen Cut setzen. Müssen das hier ein bisschen größer machen. Und das hier ein bisschen größer, damit das abgerundeter wird. Sonst sieht das hier so extrem nach einem richtig fetten Cut aus. Das wollen wir ja auch nicht. Das hier ein bisschen kleiner, aber nur in der Z-Richtung. Und das hier ein bisschen kleiner. So, jetzt müssen wir hier oben noch das, was so kubisch aussieht, ein bisschen ranziehen. Und das hier oben nochmal so ein bisschen mehr zu einem Nasenrücken machen. Das heißt, es muss ein bisschen nach oben gehen. So. Und das hier auch noch. Einfach ein bisschen hochziehen. Das hier nochmal schnappen und bisschen ausprägen. Das hier ziehen wir nochmal ein bisschen nach oben. Und das hier müssen wir auch nochmal ein bisschen besser ansetzen. So. Dann können wir den hier noch ein bisschen nach oben ziehen. Und das hier auch. Und so langsam wird das eine ganz gute Nase, denke ich. Ja. Sieht ganz gut aus. Die würde ich dann noch ein bisschen, dadurch, dass ich das hier alles, ich würde mal alles selektieren. Bloß den hinteren Teil würde ich deselektieren. Na. Geht das so? Ja, das sollte so gehen. RY, ein bisschen anschrägen. Ein bisschen rausziehen. GZ. So, und noch ein Stück drehen. Das war zu weit. Nur so ein bisschen. So. Und dann muss ich doch nochmal hier unten ganz kurz ansetzen und das ganze Stück nach vorne ziehen. Und nach oben. So. Jetzt haben wir eine etwas ausgeprägtere Nase und die können wir jetzt an unser Objekt dran setzen. So. Es würde dann alles noch ein bisschen feiner und schöner, aber jetzt würde das erstmal so hier gemacht. So. Bisschen platter. So. Ja, das könnte so ungefähr hinhauen. Dann müssten wir das hier noch mal ein Stück nach vorne ziehen und müssten hier mal schauen, wie viele Anschlusspunkte wir haben. Wir haben 1, 2, 3. Wobei ich muss hier noch den Mirror Modifier wegmachen. Apply. Und das ist jetzt ganz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, Quatsch. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann schauen wir uns das hier an. Hier können wir immerhin erstmal das komplett wegnehmen. So. X Faces. Und dann müssen wir uns das noch ein bisschen zurechtziehen. SZ. Wobei, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte hier den Modifier nicht applyen dürfen.
Fällt mir gerade ein. Ich muss das nochmal rückgängig machen. Ich nehme hier nochmal alles von der Seite weg, weil wenn ich den applye, bin ich nämlich am Arsch, da ich dann nehme ich hier schon wieder was Doppeltes habe. Das wäre doof. Deswegen nehmen wir hier einfach alles. Und da nochmal alles. Und das hier. Und das da. So, jetzt müsste ich alle wichtigen Punkte haben. X, Faces. Und jetzt können wir den Modifier wieder applyen. Mirror. So, und Clipping an. Gut. Dann können wir das erstmal so lassen. Und wir können eigentlich direkt versuchen, beide Objekte in den Edit-Modus zu holen. Und dann setzen wir einfach mal hier an und verbinden das hier nach und nach. Ach so, die sind ja noch nicht ein Objekt, ganz vergessen. Machen wir das hier mal noch ein bisschen kleiner und das und STG und J. Jetzt ist es ein Objekt. F, das und das. Das und das. F. 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 Ja, könnte ein bisschen viel werden. Oh, ich muss natürlich hier noch die Flächen wegmachen, sonst bin ich am Arsch. So. X, Quatsch. X, Faces, jetzt. Und dann verbinden wir hier mal weiter. Das hier. Und jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, ich habe hier nämlich ein bisschen zu viel. Aber das ist auch am Ende nicht ganz so schlimm. So. Und dann das hier noch. Und upsala. Die Nase ist nicht ganz richtig. Fällt mir gerade auf. Die überschneidet sich hier ein bisschen, weil die nicht ganz auf der Achse lag. Das ist nicht so gut. Da müssen wir Clipping mal ganz kurz entfernen und müssen das hier selektieren. So. Und das und das und das und das. Na. Es lässt sich nicht so einfach selektieren, wie es soll. So, und jetzt können wir Clipping wieder applyen und schieben das einfach zurück. Und schon ist es zusammen. Gut, dann hält das auch. Und jetzt müssen wir versuchen, das hier wieder sinnvoll zusammenzukriegen. Oder ich mache es einfach nicht ganz so sinnvoll. So, zu. So kann man es auch machen. Jetzt müssten wir natürlich die Nase hier ordentlich selektieren, um sie dann zu unserem restlichen Kopf hinzuziehen. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Und den Teil hier noch. So. Und dann schieben wir das ran. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie ein bisschen besser gefixt kriegen. Vor allen Dingen der Teil, das ist nicht so geil. Das hier können wir mal rausziehen. Ups. Wieso kriege ich diesen scheiß Punkt nicht? Jetzt. Da. Ziehen wir hier mal raus. Dann müssen wir das hier alles ein wenig da nochmal da ranziehen. So. Die hier oben müssen wir alle mal selektieren und ein wenig runterziehen. Und ich denke mal, die Nase ist an sich ein bisschen zu schräg.
Muss ich also doch wieder zurückgehen und die Nase ein wenig richten. Ja, so ein Scheiß. Ich verdrück mich die ganze Zeit, das ist doch nervig. So. Das sollte gehen. Und dann nehmen wir jetzt das hier und das hier und ziehen das hier mal ein bisschen zusammen. Das ist okay. Und jetzt müssen wir das hier nach oben ziehen. Das hier auch. Das hier ziehen wir auch nach oben. Da sieht das schon ein ganz klein wenig besser aus. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ziehen wir auch nach oben. Mein Problem ist, Charaktergestaltung ist schon immer meine Achillesferse gewesen. Da war ich einfach noch nie so Bombe drin. Allgemein auch Menschen oder sowas erstellen, das ist echt verdammt schwer. Ich weiß nicht, wie man sowas so einfach machen kann. Das ist immer nicht so geil gewesen. Aber wir können jetzt schon mal uns das Ganze etwas einfacher machen. Mit dem hier. So, und dann machen wir die Nase hier an der Stelle noch mal ein bisschen breiter. Sieht leicht asiatisch aus. So, müssen das hier noch mal ein bisschen rausziehen, weil ansonsten sieht die Nase ein bisschen zu krumm aus. So, das ist schon besser. Das hier müssen wir auch noch ein bisschen rausziehen. Und das hier auch. Nach oben. Das ist schon ganz okay. Jetzt können wir die Nasenlöcher auch noch mal ein bisschen besser ausprägen. Dafür muss ich sie bloß sehen. So. Dann nehmen wir einfach alles, was hier drin ist, und schieben das so ein bisschen Richtung Schädel. Dann müssen wir das hier noch ein bisschen rausziehen. Ja, so ungefähr. Machen wir hier mal noch smooth. Und dann können wir hier mal noch einen Cut setzen. Ziehen das nach vorne. Und hier runter und darüber und darunter. Das ist das Problem, wenn ich sowas modelliere, dann bin ich immer ziemlich konzentriert.
und quatsche auch nicht so viel. Was das Ganze wahrscheinlich auch nicht so super interessant macht. Aber ihr scheint ja trotzdem zuzuschauen. So. Ich bin echt nicht gut in sowas. Ich glaube, ich hätte die Nase doch anders ansetzen sollen. Das hier und das. So. So, jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen reinziehen. So ungefähr. Ach ja, dieses komplett freie Modellieren von irgendwelchen Fantasiecharakteren ist immer der Wahnsinn. So gut bin ich darin nicht. Aber so ein bisschen sieht's nach was aus. Schieben wir den mal ein bisschen weiter zusammen, den Kopf. Und dann setzen wir hier nochmal an. Nehmen das hier und ziehen das mal nach oben. Und dann nehmen wir das hier und ziehen das auch mal nach oben. Das sieht irgendwie ein bisschen verzogen aus. Dann brauchen wir noch den inneren Teil. Ah, deswegen, weil ich einen Teil des inneren Teils hatte, hat es den mit verzogen. So. Das ist ganz okay. Und dann brauchen wir Zähne. Das machen wir dann hier. Das machen wir da. So, und jetzt müssen wir das hier noch sinnvoll ausprägen. Und das hier machen wir spitz. Gut, das sollte gehen. Ein bisschen dünner und ein bisschen in der Richtung. GZ, GX, klein,
kleiner. Und ein Stück weiter nach draußen, aber nicht zu sehr. So. Das sollte gehen. Shift und D. Wobei, wir machen das im Object-Modus, ist vielleicht sinnvoller. Shift und D, G und X. Und jetzt kommen hier die einzelnen Zähne rein. Das sind ein paar, das dauert. So. Shift und D, G und Y, R und X, G und Z. So, und die hier müssen jetzt langsam kleiner werden. Ist okay. Und dann brauchen wir das hier ein bisschen mittiger. So. Ziehen das hier noch ein Stück runter und das hier auch. Nehmen jetzt diese hier. Shift und D. R. Z 180, ups, habe ich getan, 180, jetzt schieben das dahin, drehen die nach außen, drehen die noch ein Stück so und müssen die hier sinnvoll positionieren. So, das sollte gehen. Und jetzt duplizieren wir das. R, Y, 180. Nehmen diese hier. Ne. Ziehen die mal ein Stück nach vorne. Machen die ein bisschen größer und schieben die weiter in die Mitte. Dann nehmen wir die ohne den Kopf. Müssen die erstmal sinnvoll rotieren. Das ist echt nicht so einfach. Das sollte gehen. Dann dasselbe hier. Und das war zu weit. Ah, das ist eine gute Perspektive. Von hier kann ich es gut machen. So.
noch ein Stück runter, hoch meine ich. Und das sollte gehen. Die können wir jetzt da auf die andere Seite schieben. Und den, den und den schieben wir auf diese Seite. Da haben wir die nämlich schon in der richtigen Position gedreht. Müssen die nur noch hier auf die richtige Höhe setzen. So, und jetzt können wir die ordentlich rotieren und positionieren, so wie wir es haben wollen. Das sieht gut aus. Na, jetzt. So, und der letzte. Das ist gut so. Und jetzt kommen noch zwei Zähne. Die machen wir aber etwas anders. Nämlich, erstmal rotiere ich das Ding hier wieder auf 0. So. Und dann machen wir den einfach lang. Und biegen ihn etwas in der Richtung. Na, jetzt. Das sollte gehen. Und dann brauchen wir ihn noch ein wenig in der Richtung. Gut, dann können wir den so nehmen, wie er ist und schieben den nach da. Das war viel zu weit. Dahin. Das ist okay. So, und jetzt müssen wir hier ansetzen und den mal ein bisschen freilegen. Das ist okay. Aber auch noch nicht ganz ausreichend. Quatsch.
Quatsch, damit kann man es am besten machen. So ist perfekt. Shift und D, G und X, Y. Jetzt haben wir nur das Problem, dass er falsch gedreht ist. Der ist ja in die vollkommen falsche Richtung. Wird heute noch programmiert? Nein, heute ist nur der Modeling-Stream. Programmiert wird eigentlich bloß am Samstag. Ist gut möglich, dass ich irgendwann mal das Ganze ein bisschen abändere und irgendwann nur noch ein Stream läuft. Je nachdem, wird sich zeigen. Dann wird wahrscheinlich in jedem Stream natürlich auch programmiert, aber derzeit ist es halt so, dass ich ja zwei Streams habe und dementsprechend wird halt in dem einen modelliert, im anderen halt programmiert, modelliert, wenn es notwendig ist. Und ja, also heute wird da nicht mehr groß programmiert. Dann setzen wir mal hier in die Mitte unseren Set Origin to 3D Cursor. So. Und dann versuchen wir mal mit einem Mirror das so abzuändern. Problem bei der Sache ist, dass unser Teil hier gedreht ist. Drehen wir das nochmal in die richtige Richtung. So. Und ziehen es einfach nur mal ein bisschen runter. Und dann können wir das hier nochmal richtig rausholen. Jetzt nehmen wir einfach alles. Und jetzt können wir es sinnvoll positionieren, sodass es auf beiden Seiten gleich ist. So. Und dann schieben wir das hier rein. Machen wir vielleicht nochmal den Zahn ein bisschen größer. Das war die falsche Richtung. Ich meinte die Richtung. So. Das sieht schon mal ganz halbwegs gut aus. Und jetzt kommt das, worauf ich gewartet habe. Na. Alle Zähne selektieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. STLG und J. Ach so. Das hier müssen wir noch applyen. Jetzt muss ich nochmal alle Zähne selektieren. Zahn, 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 Zahn. Gut, STG und J. Und jetzt versuchen wir es mal mit dem Subdivision Surface Modifier. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass der Zahn hier na. Ach ja, der hat hier oben noch mehr. Genauso wie der Zahn. Sich ein bisschen nach hinten bewegen. Nach hinten. Ja. Und vielleicht sich auch noch ein bisschen drehen. So, und dann schieben wir es noch ein Stück nach hinten. Dann liegt das ein bisschen besser an und da sieht es auch ein bisschen besser aus. Gut, dann haben wir das so. Und jetzt brauchen wir hier beim Kopf müssen wir ein bisschen ansetzen. Müssen den hier mal ein Stück runterziehen. GZ.
So. Na. Das und das. O, G, Z. So. Ziehen wir hier mal die Augenbrauen ein bisschen runter und ziehen die hier noch ein bisschen raus. Die Augenhöhlen eher, nicht die Augenbrauen. GZ ein bisschen runter. Shift und A. UV-Sphere. GZ. R. Y 90. So. Und die machen. Wir gehen mal hier in den Eevee-Modus. Da sehen wir ein bisschen mehr. Und die machen wir jetzt erstmal rot. Rötlich, orange, keine Ahnung. Gut, dann Object Smooth. Schieben wir das hier mal rein. Gut. Das ist schon ein guter Ansatz. Dann brauchen wir noch mal sowas. Schieben wir dahin. Und jetzt müssen wir hier das Ganze ein bisschen bearbeiten. So. Dafür brauche ich aber erstmal wieder eine bessere Sicht. Wireframe. So hier. GZ. Wobei. So. Z. Solid. Das hier war zu weit gezogen. Rein. Z, Wireframe, das und das hier brauche ich. Solid. Ziehen wir das ein bisschen raus. Und das hier ein bisschen nach oben. Was? Nein, verdammt. Falsche Taste. Das hier schiebt man ein bisschen nach da. So. Und dann machen wir den Subdivision Surface Modifier wieder rein. Setzen wir hier an. Ziehen das hier mal noch hoch. So. Und jetzt würde ich gerne eigentlich dafür sorgen, dass die Augen ein bisschen weiter auseinander gehen, weil die sind viel zu nah zusammen. So. Das Problem ist, dass ich nicht so viel sehe in dem Modus. Das war zu viel. Ich habe da hinten versehentlich noch was selektiert, das wollte ich nicht. So, und hier muss noch irgendwo ein Punkt sein. Da. Das sieht schon mal gut aus. Ich muss den Dings noch mal runterfahren hier.
Da habe ich wieder irgendwas selektiert, was ich nicht selektieren wollte. Und so. Jetzt habe ich es. Gut. Das sollte gehen. Solid. Jetzt können wir all das, was hier ist, nochmal ein bisschen selektieren. Und dann ziehen wir diesen Teil einfach mal nach außen. Ein Stück weiter nach innen. So. Jetzt muss ich das hier nochmal richten. Das kommt dahin. So. Oh, das hier habe ich nicht mehr verschoben. Das war ja nicht im Mirror Modifier mit inbegriffen. So, dann ziehen wir jetzt das hier. Also rotieren es erstmal. Und ziehen diesen Bereich hier nach unten. Ich muss das hier nochmal. Das war zu viel selektiert. Rotiere das hier nochmal. Und ziehe es weiter nach unten. So, dann haben wir das. Hier kommt jetzt nochmal ein Cut rein. Ziehen wir den Teil nochmal hier raus. Und hier ist noch irgendwas, was auch ruhig noch ein bisschen raus kann. Der Teil hier kann auch noch ein bisschen raus. So, falls jemand Glocken hört, das ist bei mir die Kirche nebenan. So. Ziehen wir das hier runter. Und dieser Übergang hier, der gefällt mir noch gar nicht. Ziehen wir das hier mal noch ein bisschen zusammen, damit er grimmiger aussieht, aber irgendwie sieht er auch noch nicht grimmig genug aus. Da ziehen wir das hier mal noch ein bisschen nach vorne. Das soll so ein böses Grinsen sein. Ich bin, wie gesagt, nicht der Experte für Charaktererstellung. Da gibt es wohl fähigere Leute. Aber so ein bisschen kriege ich schon auf die Reihe. Zumindest ein ganz klein wenig. Das hier. Ne, komm schon. So, und dann brauchen wir hier noch eine Farbe. Jetzt müssen wir irgendwie die Nase noch ein bisschen richten. Die sieht noch nicht so toll aus. Das muss ich unbedingt noch hinkriegen. So.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig selektiert. Und das ziehen wir jetzt hier einfach nochmal ein Stück hoch und ein Stück zusammen. So. Dann nehmen wir nochmal alles, schieben das ein Stück weiter hier rein. Nehmen das hier und ziehen es noch ein Stück raus. Hier hat es irgendwas verzogen. Den hatte ich einfach übersehen. Jetzt müssen wir das hier nochmal ganz kurz runterstellen, damit ich hier nochmal ein bisschen zugreifen kann. Ah, hier ist der Rest. Machen wir einfach den hier. So. Und das und irgendwo fehlt noch einer. Ich kann nur nicht sagen, wo. Da. Und hier fehlen noch welche. So. Hier innen sieht es nicht so geil aus, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt können wir hier nochmal ein dunkleres Grün nehmen. So. Und das verzieht sich dann auch nochmal so ein bisschen. Dann gehen wir hier eher so in den Bereich und müssen hier den vorderen Teil vielleicht um ein bisschen anders färben. Ups. So. Das sollte gehen. Und das wird noch normal grün. So. Die beiden Dinger hier nehme ich nochmal ran. Ziehe sie ein bisschen weiter rein. Da haben wir eine ganz passable Nase. Die nicht mehr ganz so scheiße aussieht. Nur noch ein bisschen. So, dann müssten wir hier vielleicht nochmal ein bisschen das ausprägen, dass die Nase nicht ganz so gerade ist an der Stelle. Dafür gehen wir nochmal hier in den normalen Modus. Und drücken das hier einfach mal ein. Genauso wie hier. Und dann auch nochmal hier. Und ja, das hat einen Sinn. Ich hoffe, dass er im Subdivision Surface Modifier zu sehen ist. Na, fast. Ist noch nicht ganz so ausgeprägt, wie ich es gern haben möchte. Ziehen wir das hier mal noch ein bisschen höher. Und das hier mal noch ein bisschen höher. Ein Stück weiter noch da. So, und da ist die hier so ein bisschen verschrumpelt. Hier ist es zu sehr ausgeprägt. Nur ein bisschen. Ja, vielleicht lassen wir den zweiten Hügel doch weg. So, hier ein Stück runter.
Eins hat es zu sehr runtergedrückt. Eins wieder raus und ich kriege das zweite nicht. Wo ist es? Ist das so weit unten? Ich sehe es nicht. Ah, da. Ziehen wir den ja auch wieder raus. So, solid. Und besser. Etwas. So. Ich sollte auf keinen Fall Schönheitschirurg werden. Da bin ich bestimmt echt schlecht drin. Wenn der hier jetzt schon so aussieht, wie sollen dann nur die Leute bei mir unterm Skalpell aussehen? Das wäre ja bestimmt richtig übel. Wie viel Erfahrung hast du? Ich muss zugeben, ich habe eigentlich ziemlich viel Erfahrung. Das Einzige, was mein Problem ist, ich bin ziemlich gut in einfach Modellieren an sich. Also wenn man halt irgendwelche Sachen aus der realen Welt nachbaut. Und ziemlich gut so Comic-Style, Low-Poly, Natur und ähnliches. Aber wo ich halt wirklich immer wieder an meine Grenzen stoße, ist einfach Charakterdesign. Das ist so gar nicht so meins, muss ich zugeben. Vor allen Dingen bei irgendwelchen Charakteren, die halt nicht real sind. Da habe ich immer so meine Probleme. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich da einfach nicht genügend Vorstellungsvermögen habe bei nicht realen Sachen oder weil, ja, keine Ahnung. Das ist einfach, schwer zu erklären. Ich glaube, wenn ich direkt eine fette Vorlage habe, irgendwie gezeichnet von jemandem, der sich mit sowas auskennt, wäre das auch wesentlich einfacher. Prinzipiell, ich habe 7, 8 Jahre Erfahrung mit Blender. Irgendwie so in der Dreh rum. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wann ich angefangen habe, weil das halt so lange her ist, dass ich es nicht mehr genau weiß. Ich habe halt auch schon viel in der Schule damit gemacht, einfach so aus Spaß und der Freude. Und das ist halt so die Zeit an Erfahrungen, die ich bisher habe. Falls dir das deine Frage beantwortet. So. Ich habe halt auch schon ziemlich viel modelliert eigentlich, aber wie gesagt, Charaktere oder so, da muss ich wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen mehr üben. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Weil ich habe halt nie groß irgendwie Charaktere modelliert. Das war halt einfach nicht notwendig. Ich habe alles Mögliche gebaut, aber Charaktere halt nicht. So. Und dann müssen wir hier nochmal ansetzen. Das. Na. Jetzt aber. Und ziehen das hier auch noch mal ein Stück ran. So. Und dann können wir das hier noch mal alles selektieren. Und ziehen das hier ein Stück runter. Das sieht schon besser aus. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen am Blick rumspielen. Der gefällt mir nämlich so noch nicht. So. Ja, und dann den Teil hier. Jetzt muss ich nochmal auf normal. Ach, scheiß Caps Lock. Jetzt.
Und dann ziehen wir das hier nach da. Auch nicht zu sehr, das schon wieder weg. So. Ziehen das hier mal noch ein bisschen mit raus. Das werde ich auch gerne nochmal selektiert. Und dann ziehen wir das hier einfach mal ein bisschen nach oben. Das Schwierigste ist wirklich halt immer das Feine, das so richtig schön hinzukriegen, ist gar nicht mal so einfach. So. Das sollte gehen. Jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen ranziehen. Das und das und das. Das hier hat sich irgendwie ein bisschen versteckt gehabt. Hier ist auch noch was, was eindeutig nicht dort sein sollte. Und hier oben muss ich auch noch ein bisschen was richten. Einer ist hier noch irgendwo drin, den ich nicht zu fassen kriege. Nicht nur einer. Der hier. Das ist das Problemkind. So. Manchmal, wenn man irgendwas verzieht, kann das teilweise dazu führen, dass es den kompletten Charakter verzieht. So. Das ist doch schon mal ein Anfang. Sieht auf jeden Fall schon irgendwie aus wie ein kleiner Goblin. So, machen wir ein bisschen noch mit Metallic. Wo ist es denn?
sieht auf jeden Fall so ungefähr nach einem Goblin aus. Ups, ich habe zu viel selektiert. Ich will eigentlich, dass er noch ein bisschen böser aussieht. Ja, so ist besser. Jetzt müssen wir das hier auch noch ein bisschen runterziehen. Jetzt sieht er schon ziemlich fies aus. So, ziehen wir das hier mal noch ein bisschen raus. Und dann noch das hier. So. Und nehmen hier mal die Specula ein bisschen raus. Machen den vielleicht noch ein bisschen dunkler. Aber nicht zu dunkel. Und dann müsste man den Innenraum des Mundes auch noch mal ein bisschen einfärben. Dafür nehmen wir das hier und das da und das. Und Assign. Das ist schon besser. Gut. Dann könnte man die Ohren noch ein bisschen besser hinkriegen. So. O, G, Z. Aber so ganz gefällt mir die Farbe der Ohren auch noch nicht so richtig. Und vor allen Dingen, wie sie ausgeprägt ist, gefällt mir auch noch nicht so richtig. Machen wir mal so hier. Das ist auch nicht besser. Selektieren wir mal bloß diese Punkte da. O, G, Z. Nee. S, Z, so. Und ziehen das mal weiter nach da. Das war zu weit. Wobei, nee. Ist bestimmt genau richtig. Ja. Ziehen wir noch ein Stück weiter nach da. Das war zu weit. So. Dann nehmen wir nochmal das hier. Ziehen es ein Stück nach da. So. Damit haben wir einen relativ passablen Kopf. Aber die Augen sind noch nicht perfekt. Irgendwie hängt da noch was im Auge, was das eindeutig verzieht. Das soll nicht so sein. Das hier oben ist es. GZ. GZ. Können wir das hier noch ein bisschen runterziehen? Genau. So, jetzt. Wireframe. Jetzt hätte ich gerne das, das, das und
Das war einer zu viel. Den hier? Nee, nur den und den. Solid. Den hier schiebt mal wieder ein Stück nach da. Den hier nach da. So. Das sieht schon besser aus. Wenn man das jetzt noch schön texturieren würde, wäre der bestimmt noch cooler. So. Also wer ein guter Nasenchirurg ist, der darf das hier gerne auch noch ein bisschen abändern. Ich glaube, ich kriege die Nase heute nicht mehr wunderschön. Aber ich denke, die sollte auch so reichen. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Nase so? Bin mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich, so ein Goblin hat eigentlich keine sehr hübsche Nase. Das ist eigentlich schon richtig. Nein, ich will das Auge noch ein Stück raus. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Bis auf, dass das Gesicht irgendwie noch ein bisschen groß ist. Ich hätte es gern fast noch ein bisschen kleiner. Aber das ist nicht so einfach machbar. Ich müsste das hier jetzt nochmal irgendwie komplett alles selektieren und ein Stück runterziehen. Aber das ist wahrscheinlich zu doof, wenn ich das jetzt tue und dann verzieht es alles und das muss ja nicht sein. Ja. Ich denke, das reicht erstmal. Beim nächsten Mal kümmere ich mich auch um den Körper und so weiter. Ich denke, ich lasse den jetzt erstmal so. Und ich wette, mein Perfektionismus wird dann beim nächsten Mal sagen, ich verziehe das trotzdem nochmal x-tausendmal. Und mal sehen, was bei der ganzen Sache dann damit rauskommt. Das ist jetzt erstmal das Ende vom Lied. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.